dann den Veranstalter bei sich. Liebe Katharin, das hier ist der Mann, der das Ganze hier verbrochen hat. Der Rainer Schaller. Rainer, hör mal, du wirkst ganz entspannt. Alles um dich rum flippt aus. Wie geht's dir jetzt am zur Stunde Null sozusagen? Ja gut, ich bin natürlich sehr angespannt innerlich, aber ich kann heute nichts mehr machen. Heute müssen die operativen Kräfte ran, die Polizei, die Sicherheitsbehörden. Alleine bei uns sind heute im Team 2000 Mann im Einsatz und die müssen heute richtig mal lochen. Ich kann nichts mehr machen. Die Polizei und die Sicherheitskräfte, die haben auch ganz gut zu tun momentan. Wir haben gerade eben gehört, das Gelände wurde abgeriegelt, es kommt keiner mehr drauf, weil offenbar es wirklich echt chaotisch zugeht. Ist das aus deiner Sicht als Veranstalter ein Erfolg? Na, natürlich nicht, aber dass so viele Leute kommen, konnte wieder keiner rechnen. Es zeigt aber auch, dass die Region sehr dynamisch ist und die Entscheidung, die Lovebird hier reinzuholen, in die Metropole-Ruhr genau die richtige. Es war ja auch schon vor 2 Jahren in Dortmund so, dass einfach mehr Leute kamen als geplant und anscheinend kommt es dieses Jahr wieder. Die Metropole-Ruhr lebt und bebt. Ja, du bist ja nun der Mann hier, der die Chefmütze aufhat. Also wie ist denn das jetzt eigentlich zu regeln, sodass am Ende wirklich alle glücklich nach Hause gehen? Spät in der Nacht, die draußen sind, wollen ja rein. Kann man da noch irgendwas regeln? Ja, wir können das über die Floats machen, indem wir die Floats dementsprechend reinziehen, was wir auch die ganze Zeit schon machen, dass wir also die Leute schön auf dem Gelände verteilen. Das ist der Vorteil von der Love Parade, wenn du einfach mit den Trucks rumfährst, kannst du die ganzen Leute schon vom Besucherstrom ein bisschen steuern, aber natürlich nicht ganz. Wenn es dann zu viel wird, und das ist auch sinnvoll, macht die Polizei auch mal dicht. Es wird dicht gemacht, weil eben so viele Menschen hier sind. Hast du denn schon eine offizielle Zahl, wie viele es in diesem Jahr in Duisburg sein könnten gerade? Also die offizielle Zahl wird der Bürgermeister um 17.30 Uhr verkünden. Meine Schätzung hier weit über 1 Million schon. Und ich vergleiche das immer mit Dortmund und mit Essen, das ist irre. Also wir haben hier schon Dortmund fast eingeholt. Was war denn die Hauptherausforderung, dieses Gelände, das ja komplett unbespielt war eigentlich bis heute, so herzurichten, dass wahrscheinlich über 1 Million Menschen hier so viel Spaß haben? Na gut, die Herausforderung war natürlich nach dem Erfolg in Dortmund eine Location zu finden, die überhaupt in der Lage ist, so viele Menschen aufzunehmen. Und als uns Duisburg dieses Gelände angeboten hat, war es eine Mondlandschaft. Man hat hier gar nichts gesehen. Es waren Sträucher, Büsche, es waren Krater hier. Und der Eigentümer, die Aurelius, hat das Ganze wirklich hier Lovebird tauglich gemacht. Mit großen Anstrengungen. Und der Dank geht natürlich auch an den Eigentümer des Grundstücks. Aber auch die Stadt, weil die Stadt uns einfach so unterstützt hat. Ohne so eine Unterstützung ist es gar nicht möglich, eine Veranstaltung in der Größe zu organisieren. Also, die Lovebird ist auf jeden Fall sehr gut aufgehoben im Ruhrgebiet. Das steht fest zum dritten Mal in diesem Jahr. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass nur in Anführungsstrichen 15 oder 16 Floats hier im Kreis waren. In Dortmund waren es an die 40. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass es nicht viel mehr sind. Musste jemand draußen bleiben oder sind auch alle, die in der Musikszene sich tummeln, froh, dass es heute so gekommen ist, wie es gekommen ist? Also egal, ob wir 15 oder 40 Floats auf die Strecke bringen, es sind immer noch Clubs, die natürlich mitmachen wollen, weil Love Parade einfach die bekannteste Musikmarke der letzten 20 Jahre ist, die in Deutschland entstanden ist. Wir konnten dieses Jahr nur 15 Floats machen, weil das Gelände einfach es nicht anders hergibt, haben dafür aber 2 Bühnen und somit auch einen Festivalcharakter. Und den Reiz der Love Parade im Ruhrgebiet macht es einfach aus, jedes Jahr woanders zu sein und die Herausforderung der Location zu meistern. Auf der Hauptbühne beginnt dann um 17 Uhr das erste Set des ersten DJs. Wir werden natürlich auch da mit unseren Mikros, mit unseren Ohren, mit unseren Kameras dabei sein. Geben aber jetzt aber erstmal ab an Katharina.